Was geht ab, Freunde? Euer Set hier. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zum Investment Friday. Heute Abend geht endlich das Team of the Season Event los und ich möchte euch wie jeden Freitag zeigen, in welche Spieler ihr zu welchen Preisen investieren könnt, um extrem viele Coins zu machen. Wenn ihr dieses Trading-Format feiert, aktiviert unbedingt diesen Kanal, falls noch nicht geschehen, und abonniert die Glocke, um wirklich keine Trading-Tipps mehr zu verpassen. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Jetzt gehen wir aber rein. Let's go. Normalerweise zeige ich euch am Investment Friday, in welche TOTW-Karten ihr investieren könnt und in welche Goldfutter-Karten ihr investieren könnt. Jetzt ist es allerdings so, dass wir beim TOTS-Event so viele LRs, also Lightning Rounds, bekommen werden, dass das mit dem Goldfutter echt kritisch sein wird am Anfang. Ich vermute, dass es einfach fallen, fallen und nochmal fallen wird. Aber Freunde, trotzdem können wir in das TOTW investieren, weil es ja nächsten Mittwoch out of packs geht. Heißt, hier können wir auf jeden Fall ein paar Coins mitmachen. Eins sage ich euch aber vorab, Männers. Hier gibt es keine All-In-Move. Also geht bitte nicht All-In in die Spieler, weil es ist wirklich eine Geduldsfrage diesmal. Macht also nur einen Clubstock, seid geduldig und früher oder später könnt ihr mit guten Gewinnen verkaufen. Das kommt natürlich auf den Content an, also es ist wirklich ein langfristiges Investment, Freunde. Noch so als Tipp, wenn ihr jetzt zum Beispiel 100.000 Coins auf der Uhr habt, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, in Inform zu investieren. Das ist wirklich ein Investment, wenn man ein paar mehr Coins auf der Uhr hat für langfristige Investment, ja, und trotzdem halt dann noch, während man investiert hat, dann mit seinen restlichen Coins aktiv traden kann und nicht die ganze Zeit warten muss, dass endlich diese Inform steigen. Ich sage euch jetzt die ungefähren Einkaufspreise, die wahrscheinlich heute Abend ab 19 Uhr, ganz, ganz wichtig, ne, natürlich müssen erstmal die LRs beginnen und der wahrscheinlich am Wochenende gut zu erreichen sind, ja. Also passt jetzt auf jeden Fall genau auf. Ich empfehle euch diese ganzen Low-Rated-Informs bis zum Rating von, ja, 83, 83er haben wir gar nicht hier im Team sehe ich gerade. 81er haben wir drin, also alle diese Informs hier werdet ihr mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit eigentlich zu 100% zum Discard-Preis bekommen. Da geht ja also überhaupt kein Risiko ein, damit könnt ihr euch den Verein voll machen. Also wichtig, Freunde, jede Karte einmal mitnehmen. Das gilt jetzt übrigens für alle Karten, die ich euch zeige. Wie gesagt, 82er und 83er Informs haben wir gar nicht im Team of the Week. Dafür umso mehr 84er Informs. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 4 Stück. Haben wir mehr? 5 Stück, 6 Stück, 7 Stück, 8, 8 84er Informs. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ihr die für unter 13k bekommt während des TOTS. Ja? Also für unter 13k macht ihr damit auf jeden Fall nicht verkehrt. Es kann natürlich noch sein, dass sie noch günstiger werden. Aber Freunde, unter 13k, guter Preis, sage ich euch so, wie es ist. Machen wir weiter mit den 85er Informs. Auch hier haben wir einmal den Pope, sehr, sehr gut, 1. Dann haben wir 2 und das war schon. 2 85er Informs, Volland und Pope, Freunde. Solltet ihr auf jeden Fall, ich schätze mal so Richtung 15k, easy bekommen, wenn das Event startet. Bei Traoré und Munian, also bei den 86ern, wenn ihr die für unter 20, wahrscheinlich sogar noch günstiger kriegt, packt euch die einmal in den Verein, Freunde. 86er Informs, gerade hier Spanien, macht ja auf jeden Fall nichts mit verkehrt. Bei den 87ern, bin ich ehrlich, Gabriel Jesus wird wahrscheinlich etwas teurer bleiben, ja. Aber den Trapp kann man auf jeden Fall auch Richtung 20k sich einmal in den Verein packen, dass man wirklich jeden dieser Informs hier, wenn man die Coins für langfristige Investments hat, einmal mitnimmt, im Verein abspeichert. Da stören sie euch nicht auf der Transferliste, ihr könnt weiterhin Packs öffnen, also ihr seid nicht eingeschränkt, müsst einfach nur geduldig sein. Und wir wissen ja, Freunde, und haben in den letzten vergangenen Wochen gesehen, wo Informs hingehen können, wenn der Content stimmt und der Supply jetzt natürlich nicht so krass ist wie beim TOTS. Also da ist auf jeden Fall wieder viel Potenzial drin. Wie gesagt, von dem Gold-SBC-Futter würde ich mich erstmal fernhalten. Was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, ihr seht ja beispielsweise, dass zum Beispiel Special-Karten, wie der Kollege hier, günstiges SBC-Futter sind, obwohl sie out of pack sind, ja? Wenn jetzt zum Beispiel während der TOTS-Zeit irgendwelche TOTS sich hier in diesem SBC-Futter-Preisbereich aufhalten, und davon werden wir sehr, sehr viele sehen, weil es auch sehr viele TOTS gibt, die einfach SBC-Futter sind, könnt ihr euch die auf jeden Fall auch einmal als Clubstock in den Verein packen. Das allgemein zur ganzen TOTS-Zeit jetzt. Damit macht ihr nichts verkehrt, weil die gehen ja sogar out of packs. Also es ist noch besser, wenn ihr euch die dann mitnimmt anstatt Goldfutter, weil die dann auf lange Sicht nicht mehr zu ziehen sind. Noch so als Bonustipp, sage ich mal. Aber Freunde, da werde ich euch auch nochmal informieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Karten zu den Einkaufspreisen, die ich euch gecallt habe, kriegen werdet, wenn nicht sogar darunter. Aber Freunde, ich möchte euch vorbereiten und auch ein bisschen die Angst nehmen, dass ihr wisst, wenn eine Karte unter einem gewissen Wert ist, dass ihr die auf jeden Fall mitnehmen könnt. Aber es gilt natürlich immer so günstig wie möglich einkaufen, das sollte klar sein. Wenn ihr Fragen zu den Investments oder zu einer Trading-Methode auf dem Kanal habt,
haben solltet. Gerne in die Kommentare damit. Jeder von euch bekommt wie immer eine Antwort. Ansonsten verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch eine schöne Todszeit, Freunde. Viel Pack Luck, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Seth. We got millions of reasons.